Hallo und gesagt zurück zu Industriegegangen 2 in Greenland und wir probieren hier Millionen zu verdienen. Allerdings, wenn wir das schaffen wollen, werden wir ein paar weitere Märkte erschließen müssen. Speziell, glaube ich, da unten wäre das mal angebracht. Wir können ja mal ganz vorsichtig schauen, was wir so verkaufen würden. Ja, da wäre vielleicht ein nettes Plätzchen. Und gegebenenfalls dann auch noch da herüben, sobald wir das Geld haben. Jetzt müssen wir nur schauen, wo hier ein Lager herpasst. Ein großes möchte ich nicht haben, dann muss das eigentlich genügen. Jetzt müssen wir nur kurz warten, bis das Geld da ist. Das könnte man ja theoretisch noch erweitern, aber das sollte eigentlich langen. Okay, so, Papier haben wir einiges an Überschuss. Müssen wir hier mal ein bisschen reinschauen. Kalender haben wir nicht allzu viele und Zeitungen auch nicht gerade. Dann haben wir das da vielleicht ein bisschen ausgleichen. Hier etwas Papier auch mitnehmen. Beziehungsweise machen wir es direkt so. Hälfte, Hälfte. Mehr ein bisschen mit Zeitungen auffüllen können. Ja, das Lager wird mir jetzt fast ein bisschen zu klein, muss ich zugeben. Aber wenn man es richtig macht, von der Logistik her, sollte man es ja schaffen, dass es unter Anführungszeichen halbwegs leer bleibt. So, hier haben wir unser Lager. Nächster Schritt wäre dann der passende Bahnhof. Der kommt hier hin und da müssen wir das Ganze noch verbinden. Probieren wir das mal. Gleise verlegen bei dem Spiel. Ja, nicht unbedingt das größte Vergnügen. Nehmen wir es mal zweckmäßig. So, sehr schön. Ja, und jetzt ist die Frage, sollen wir uns einen zweiten Zug leisten oder sollen wir einfach einmal hier, einmal dorthin fahren? Ich glaube, wir können einmal hier, einmal dorthin fahren, weil da scheint sich alles ganz gut zu verkaufen. Von dem her könnte man eigentlich... Oh, wir müssen wieder Karton herstellen und uns geht das Faserholz aus, habe ich gerade gesehen. Tische haben wir noch ein paar. Ja, dann leisten wir uns einen weiteren Zug und was liefern wir da jetzt runter? Ich würde sagen, starten wir mal mit Zeitungen und Heften. Warum nicht? So, das sollten hoffentlich jetzt zwei Gleise im Moment noch genügen, sonst müssen wir gelegentlich erweitern. Apropos erweitern, das werden wir eher so machen. Dass wir dann einen schönen Mix haben. Ja, und jetzt sollte man mittlerweile hoffentlich genug Geld einnehmen. So, wieder ein neues Fahrzeug. Die Consolidation. Hat gleich Ladungsplätze 7 bereits. Ja, mittlerweile sollte man genug Geld einnehmen. Hoffentlich, dass wir uns neue Industrien leisten können. Wie schaut es denn aus? Umsatz schon gut gestiegen. Vorjahr 1,5 Millionen. Also wir nähern uns unserem Ziel. Wenn auch nicht allzu schnell, aber es ist in zumindest sichtbarer Entfernung mittlerweile. Mit ja, schon über 10% vom Ziel, nicht nur 1%, wie ganz beim ersten Mal, wo wir geschaut haben. So, müssen wir wieder eine Zeit lang, glaube ich, Tische produzieren. Oder wir leisten uns einfach, glaube ich, noch eine Möbelfabrik, das könnte man machen. So, Papier werden wir jetzt in dem Fall nicht mehr verkaufen, dann stellen wir da wieder um. Auf Kalender. Und dafür werden wir hier, glaube ich, das so machen. Sollen wir 4 Bilderrahmen verkaufen? Bilderrahmen haben wir gleich mehr Absatz. Wir probieren es einfach mal. So, was kostet uns noch eine
passende Fabrik, Möbelindustrie 430.000. Dann werden wir das noch abwarten, die noch aufstellen. Und sobald wir uns die leisten können, werden wir darüber wechseln und werden hier einen ganz neuen Industriezweig aufziehen, weil die Stadt wächst und wächst und wächst. Die können wir hier mit allerlei Gütern versorgen. Das werden wir uns dann in Ruhe anschauen, sobald wir hier fertig sind. So, nochmal kurz checken. Kalender produzieren wir momentan, so wie es ausschaut, nicht, weil uns was fehlt. Naja, vermutlich so ziemlich alles. Karton wäre da. Ich nehme mal an, wir produzieren einfach zu wenig Papier. Schaut aus mit Eingangsmaterialien, die hätten wir. Okay, dann staut sich natürlich jetzt gerade alles ein wenig. Werden wir aber abwarten, würde ich sagen. Na, wo bleiben die Kalender? Da sind sie, okay. So, Bilderrahmen sind jetzt auch aus. Das ist das, was ich gemeint habe. Da bräuchte man echt noch eine weitere Fabrik. Ja, Kalender werden jetzt immer ein bisschen hinterher hinken. Das heißt, bei einem Zug, glaube ich, stellen wir das um auf Hefte. Da haben wir einen schönen Überschuss, dass die ein bisschen aufholen können wieder. Okay, und dann bauen wir noch, wie angekündigt, eine weitere Möbelfabrik. Und hier stellen wir jetzt Holzmöbel her. Dann können wir das für den Moment mal ein bisschen in Ruhe lassen und uns da drüben umschauen, was wir hier machen wollen. Also, schauen wir mal. Wir hätten hier alles Mögliche. Was könnte man denn verkaufen? Was verkaufe ich denn gern? Schauen wir einfach ein bisschen die Kaufhäuser durch. Haushaltswaren. Finde ich immer sehr sympathisch. Da können wir Glaswaren, Besteck und Kühlschränke an den Mann und an die Frau bringen. Und umso früher wir das bauen, umso besser sind wir da in der Stadt drinnen. Dann klatschen wir da drüber, würde ich sagen. So Papiertücher könnte man jetzt auch herstellen, okay. Und wo muss das Lager hin? Das kommt hier hin. Ja, beziehungsweise, wisst ihr was, das machen wir dahin, auch wenn wir jetzt ein bisschen extra Kosten dadurch haben. Und dann können wir gegebenenfalls da drüben oder so auch noch hoffen, dass sich die Stadt ausweitet und dass wir hier dann auch noch gelegentlich ein Kaufhaus aufstellen. Okay, dann bauen wir schon mal den Bahnhof. Sehr gut. Und, ja, Glaswaren ist mal das Einfachste, relativ gesehen zumindest. Glaserei braucht Quarzsand und den wiederum bekommen wir, muss ich selber schauen, hier im Tagbau, wenn wir da entsprechend an die passende Stelle das setzen. Gut, jetzt müssen wir natürlich noch warten, bis unsere Einnahmen kommen, wollte ich sagen. Okay, das kommt davon, wenn man nicht schaut, ist hier das Lager vollgelaufen. Haben wir es doch schlecht eingestellt. Dann werden wir das gleich korrigieren. Und zwar maximal wirklich ein Lagerplatz momentan für alles vorsehen. Beziehungsweise zwei wäre eigentlich okay. Allerdings, hier haben wir drei eingestellt, das passt nicht. Und entsprechend haben wir jetzt keine Kalender dafür. Jede Menge Hefte. Dann werden wir das eine Zeit lang anders machen und schauen, dass wir hier das Lager wieder leeren. Ja, einmal nicht aufgepasst, schon ist man halb pleite. Dann schauen wir, dass wir das wieder wegbekommen. Hier sieht man eh überall anhand vom roten Symbol, dass voll ist. Können wir natürlich theoretisch wirklich noch ein zweites Lager bauen, wobei, wenn wir die da, naja, abreißen, ist auch ein bisschen schade drum. Hätte man da ein bisschen Platz gelassen, hätte man da das Lager noch vergrößern können. Aber der Ehrgeiz sagt, dass man es so auch schaffen sollte.
So, dann stellen wir eine wieder auf Karton um. Da hat sie auch dran gescheitert, vermutlich, dass wir keine Kalender produziert haben. Und dann kommen wir bald wieder. Müssen wir noch weiter checken. So, jetzt aber Glas. Wo bekommen wir halbwegs viel? 2600, das schaut gut aus. Will auch irgendwo gelagert werden. Schauen wir, vielleicht schaffen wir hier ein gemeinsames Lager für mehrere Warentypen zu machen. Also, stellen wir mal auf 1 für den Moment. Und eine passende Fabrik, nämlich eine Glaserei, kostet uns 500.000, müssen wir noch einen Moment warten. So, wir haben kein Holz, so wie es ausschaut, für die Tische, kann das sein? Das kann sein. Bräuchte man theoretisch noch ein Sägewerk? Ich glaube, für den Moment machen wir es einfach so, dass wir nur Bilderrahmen liefern. Und dann kümmern wir uns später um die Situation. So, mittlerweile sollte wieder Kalender dazugekommen sein. Dann können wir das entsprechend anpassen. Und hoffen, dass es jetzt funktioniert. Genauso wieder runter. Lass uns überraschen. Wobei Kalender produzieren wir ja weniger, haben wir gesagt, wie der ganze Rest. Ja, aber lassen wir mal im Moment so. Metallautos, also Spielzeug. So, hier wollten wir eigentlich weitermachen. Also, eine Glaserei, die können wir uns mittlerweile jetzt leisten. Stellt, ja, Glas her. Und kann da eingelagert werden. Stellen wir auch mal auf, stellen wir mal auf 2 oder sogar 3 Felder für den Moment. Okay, dann transportieren wir das Ganze noch rauf. Da könnte man theoretisch fast gerade runterfahren. Ah, nicht ganz. Dann stellen wir den Bahnhof in dem Fall sogar so hin, dass wir da gegebenenfalls ein paar mehr Lager erwischen, falls wir noch mehrere aufstellen sollten. Gut, und los geht's. Unsere erste Lieferung. Dann stellen wir gleich auf die neueste Lokomotive da um. Nämlich Glas. Das ist mal noch nicht sehr spektakulär, aber immerhin. So, da werden wir ein bisschen erhöhen. So, ja, LKWs werden wir uns in der Mission eher nicht anschauen. Ja, hier wird wirklich fleißig ausgebaut, da haben wir einen guten Standort. Ich glaube, hier sollte man auch gleich zuschlagen. Frage ist, wo? Was decken wir denn da ab? Da decken wir den Teil ab. Ja. Hierhin für den Moment, würde ich sagen. Also unser Glas, glaube ich, bekommen wir mal alles los. Zumindest wenn man beide Kaufhäuser zusammenrechnet. Gut, dann werden wir das nächste herstellen, nämlich die Haushaltswaren. Da brauchen wir Edelstahl, das heißt ein Stahlwerk mit Edelmetallen. Okay, und die Edelmetalle sind die da unten. 11.000 schaut eh nicht so schlecht aus, das können wir direkt nehmen. Kann man auch hier in dem Fall einlagern. Problemlos.
Und dann stellen wir da ein Stückchen drüber durch das Stahlwerk auf. Ne? Haben wir noch zu wenig Geld? Nein, geht sich schon aus. Und produzieren Stahl. Den werden wir auch für den Moment da lagern, oder? Ja, können wir machen. Und dann brauchen wir noch eine passende Fabrik, nämlich Haushaltsgeräte. Kommt direkt da dahinter und produziert Besteck. Und schauen wir mal, was da rauskommt. Da machen wir 6 Stück. Da 4 Stück. Das heißt, wenn wir einen leichten Überschuss haben. Geschenkpapier. Ja, also unsere Holzindustrie. Die können wir eventuell noch ein bisschen erweitern. So, momentan kommen wir nicht nach mit den Bilderrahmen. Weil unsere Möbelindustrie, die haben einfach zu wenig Holzbretter. Heißt, da legen wir nochmal nach. Sägewerk. Holzbretter. Müssen wir durchschauen, ob uns das Holz nicht ausgeht. Aber jetzt produzieren wir auch wieder das. Sehr schön. Und dann können wir, na, her mit dir. Auch wieder Holzmöbel mitliefern. Und sollte uns hier mal zu viel werden. Jetzt haben wir eh eine Menge Bilderrahmen. Können wir theoretisch natürlich auch was anderes produzieren. Warum nicht Gartenhäuser? Dann werden wir das gleich nochmal umstellen. Dann fährt er zwar nicht so oft, aber was soll's. So. Die Kalender stellen wir einmal hier auf Hefte und einmal hier auf Zeitung. Bei Kalender produzieren wir einfach weniger. Rest ist alles auf Lager, vor allem eine Menge Karton. Ist die Frage, soll man einfach mit der Produktion zurückfahren, dass uns das Lager nicht voll läuft? Vielleicht 75%. Auf jeden Fall auch ein Platz, wo wir nochmal oder öfter vorbeischauen müssen. So, was haben wir hier falsch gemacht? Auf den falschen Rohstoff gestellt und hier auch die Produktion nicht gestartet. Das vergesse ich ganz gern. Aber macht nichts. Sollte gleich mal losgehen. Also müssen wir natürlich das Lager auch noch anpassen. Wie schaut es aus mit Besteck? Das müssen wir, glaube ich, auch noch einstellen. Perfekt. So, Glas bekommen wir alles los. Das heißt, direkt ein zweiter Zug, der Besteck liefern soll. Und dann entsprechend die Glasproduktion gleich erhöhen. Da haben wir eh einiges auf Lager. Also noch eine Glaserei. Sehr schön. Und falls wir hier mal ein bisschen optimieren wollen, das darf man auch nicht vergessen, man kann ja noch mit dem Gehalt schön spielen und hier das noch gut anpassen. Zum Beispiel, wenn man jetzt zu wenig Holz hat, kann man theoretisch auch einfach direkt das Gehalt ein bisschen erhöhen. Auf wie viel kommen wir jetzt hier? 15,6. Das heißt gut 30 Einheiten. Wie viel verbraucht man? Ja. Auch, ja, doch etwas über 30. Aber so kann man es ein bisschen mehr ausgleichen. Auf wie viel wird man raufkommen? 35 hätten wir jetzt insgesamt. Jetzt würde sich zum Beispiel halbwegs genau ausgehen. So, an was scheitert's hier? Karton haben wir genug. Papier fehlt. Eben selbes Konzept hier. Man könnte natürlich sagen, okay, wir brauchen mal 4, 6, 6. Gut, also, na, was Neues? Erdnussbutter, okay. So, was habe ich gesagt? 16, oder? 4, was war es jetzt nochmal? 12. Genau, 16 Stück und wir produzieren allerdings nur 14. Also könnte man hier auch ein bisschen aufdrehen oder eben natürlich eine neue Fabrik noch bauen. So ist ein bisschen effektiver. So, Karton
Können wir, glaube ich, halbieren. Sehr gut. Okay, das heißt, wir hätten jetzt eigentlich eine Menge Geld. Wie schaut's aus? Bilanz. Umsatz, alle Kaufhäuser. Also habe ich letztes Mal hier hingeschaut, nicht hierhin, fällt mir gerade auf. Das heißt, wir sind auf 4 Millionen. Ja, Geld hätten wir genug, dass wir ordentlich Gas geben können. Das heißt, geben wir Gas, würde ich sagen. Also, noch eine Fabrik, und zwar Haushaltswaren. Weiter Besteck produzieren. Müssen wir vermutlich ein bisschen mehr Edelstahl herstellen. Sollte aber kein Problem sein. Werden wir alles noch los im Moment, hoffe ich zumindest. Sonst weiteres Kaufhaus bauen. Auch kein Problem. Stellen wir dir gleich eins auf. Und zwar hier würde ich sagen, das sollte dann eh bald mal von der Stadt umwachsen sein. Ja, da definitiv unser Hauptabnehmer. Besteck geht eindeutig noch mehr. Ja, dann können wir natürlich auch noch Kühlschränke herstellen. Papiertücher werden hier auch verkauft. Kühlschränke eigentlich eine ganze Menge. Schauen wir uns mal an, was das heißen würde. Da kann man direkt hier schauen. Da braucht man normalen Stahl. Okay. Der wäre da unten. Das heißt, da hätte man ein bisschen einen längeren Weg, um darauf zu kommen. Es sei denn, wir schaffen es, das halbwegs gut hier aufzustellen. Stahlwerk könnte man hier hinbauen. So, wieder ein neues Fahrzeug, die Prima. Und dann brauchen wir da natürlich noch Eisenerz. Mal schauen, 14.000, das ist eh ganz okay. Und das Ganze noch irgendwo da dazwischen lagern. Na. Also. Eisenerz. Und der bekommt hier ein Plätzchen für Stahl oder zwei von mir aus. So, wir produzieren eine Menge Glas im Moment. Die Frage ist, bekommen wir es auch alles los, aber es schaut aus nach ja. Das heißt, da werden wir gleich uns den nächsten Zug noch leisten. Nehmen wir gleich das neueste Modell. Züge upgraden können wir natürlich auch, sollte man auch nicht vergessen. Und hier liefern wir mal für den Moment mal Glas. Das werden wir dann verwenden, um noch die Kühlschränke zu liefern. Oh, was habe ich vergessen? Was habe ich vergessen? Hier zu erweitern. Wie ging das nochmal? Wenn ich es noch wüsste. Ich muss die Bahnhöfe noch erweitern um eine Wartungsstation. Nein, das war nicht hier. Wie ging das nochmal? Gebäude erweitern. So. Nein, das war, Moment, das war hier, oder? Freizeitgebäude, nein, das war es auch nicht. Da haben wir es. Reparaturwerkstatt. Das habe ich komplett vergessen. Dann seht ihr es mal. So. Jetzt werden die auch schön gewartet. Hier passt hoffentlich noch alles. Gut, dann bieten wir uns wieder mal unserer neuen Haupteinnahmequelle. Da müssen wir einfach mal die Bahnhöfe erweitern. Falls wir den erweitern wollen, müssen wir aber umdrehen, glaube ich. Wobei zum Ausladen braucht es eigentlich nicht. Eher zum Einladen. Weil Ausladen geht ja immer gleich schnell normalerweise. So, wir wollten Kühlschränke herstellen.
Ah, jetzt landet der Stahl natürlich da unten. Das wollte ich nicht. Den wollte ich eigentlich hier haben. Und da habe ich es falsch eingestellt. Okay. So schnell geht's. Das braucht man nämlich. Okay, jetzt haben wir den Stahl hier und das heißt, wir können Kühlschränke herstellen. Beziehungsweise Eisschränke, wie es hier heißt. Ja, und schon wieder eine Folge vorbei, sehe ich gerade. Passt. Dann machen wir Pause an der Stelle. Wie steht's? Schauen wir mal vorher 4 Millionen. Mal schauen, was wir dieses Mal schaffen. Bin ich gespannt. Und da darf ich nicht vergessen, noch Kühlschränke einstellen. Mache ich noch schnell. Wünsche alles Liebe, alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao, vielen Dank. Und Baba.